Zurzeit steht die Welt still. Über 1,8 Millionen Infizierte, Tendenz steigend. Das Coronavirus oder auch Covid-19 hat sich in den letzten Monaten sehr stark ausgebreitet und die Menschen haben Angst. Covid-19 ist eine Atemwegserkrankung mit Symptomen von einer leichten Grippe bis hin zu Lungenentzündungen. In unserem heutigen Video befassen wir uns genauer mit dem Thema Coronavirus. Genauer gesagt, was passiert, wenn man ihn hat? Was ist Corona überhaupt? Wie verbreitet er sich? Und welche Symptome gibt es? Das und noch mehr sind unsere heutigen Themen. In diesem Sinne geht's jetzt los. Nummer 1. Was ist der Coronavirus und wie verbreitet er sich? Der Coronavirus gehört zu einer Familie von Viren, die die Atemwege betreffen. Diese Krankheit ist besonders durch unterschiedliche Symptome gekennzeichnet, von leicht bis schwer. Für einige wirkt es wie eine ganz normale Erkältung, bei anderen sieht es schon weitaus schlimmer aus. Dieses Virus verbreitet sich von Person zu Person, wenn ein infizierter Patient mit einem anderen in Kontakt gekommen ist. Zum Beispiel durch Niesen oder Husten verteilen sich kleine Tröpfchen in der Luft. Eben diese Tröpfchen setzen sich auch gerne mal an Türklinken, Treppengeländern oder auch an Einkaufswagen ab. Allein dadurch sind auch gesunde Menschen einer gewissen Gefahr ausgesetzt. Greift man sich mit der Hand, mit der man auch entsprechende Oberflächen angefasst hat, ins Gesicht, gelangt der Virus ganz schnell in unseren Körper. Nummer 2. Was passiert, wenn der Virus in unseren Körper kommt? Solltet ihr euer Gesicht mit infizierten Händen berühren, dringt das Coronavirus durch den Hals ein. Es setzt sich dort ab und infiziert die oberen Atemwege. Experten glauben, dass sich hier der Virus vermehrt. In 80-85% der Fälle sind die Symptome eher mild. Wir reden hierbei von Halsschmerzen, Husten und Müdigkeit. Das Immunsystem des Körpers reagiert auf den Virus. Ihr könnt erhöhte Temperaturen bekommen. Auf diese Weise wird eine feindliche Umgebung für den Virus geschaffen, um ihn abzuwehren. Der Virus kann aber in die Lungen eindringen und für eine Lungenentzündung sorgen. In einigen Fällen kann es zu fatalen Folgen kommen. Mehrfache Organausfälle sind dabei nicht gerade ungewöhnlich. Nummer 3. Die verbreitetsten Symptome. Experten haben knapp 140 Patienten, welche durch das Virus in Wuhan infiziert worden sind, untersucht. Die am häufigsten aufgetretenen Symptome waren Husten, Fieber und Erschöpfung. Ein Drittel der Patienten klagte über Muskelschmerzen und Atembeschwerden, während 10% Durchfall und Übelkeit hatten. Das Ganze variiert also eher von Person zu Person. Nummer 4. Der Krankheitsverlauf. Die Krankheitsverläufe sind unspezifisch, vielfältig und variieren stark, von symptomlosen Verläufen bis zu schweren Pneumonien mit Lungenversagen und Tod. Daher lassen sich eigentlich keine allgemeingültigen Aussagen zum typischen Krankheitsverlauf machen. Aus den kumulierten, in China erfassten Fällen geht heraus, dass Symptome wie Fieber und Husten am häufigsten auftreten. Dabei verliefen rund 80% der Erkrankungen mild bis moderat. 14% der Fälle verliefen schwer, aber nicht lebensbedrohlich und in 6% war der klinische Verlauf kritisch bis lebensbedrohlich. Nummer 5. Wer ist anfällig? Wer sich ausreichend und entsprechend schützt, hat natürlich nicht so viel zu befürchten wie jemand im hohen Alter oder jemand mit Vorerkrankungen. Aber nur weil man sich ausreichend schützt, ist das noch lange kein Freifahrtschein. Genau genommen kann sich jeder mit dem Virus infizieren. Da machen wir uns einfach nichts vor. Jedoch sind wie gesagt ältere Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen, Raucher, Menschen mit schwachem Immunsystem und Krebspatienten besonders für Infektionen prädestiniert. Daher empfiehlt es sich, besonders gut auf das eigene Immunsystem zu achten und nicht unnötig die Sicherheit seiner Mitmenschen zu gefährden. So, und das war's auch schon wieder für heute. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Ansonsten bedanken wir uns bei euch fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, passt auf euch auf und bleibt gesund.